MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. So, meine Damen und Herren, und damit recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Let's Play OMSI 2, dem Omnibus-Simulator. Herzlich willkommen zurück auf der Karte Alheim-Longsbach Updated. Heute mal auf den Alheimer Linien unterwegs. Wir fahren der Linie 27 heute vom Breckerfeld. Ich habe einen Bus zugeschickt bekommen von meinem Zuschauer Mr. Zaratox. Erstmal vielen lieben Dank. Ja, Bus ist privat, bitte keine Fragen dazu, ja, also Fragen schon, aber keine Fragen bezüglich, oh, kann ich den haben? Nee, kannst du nicht. Ein Mercedes-Benz Citaro Facelift L, wie man hier sehen kann, sehr schön auf jeden Fall. Gucken wir uns den Bus gleich mal im Detail an. Vorher habe ich aber noch was, zu sagen. Ich habe mir nämlich ein Repaint runtergeladen für diesen Bus, und zwar das entsprechende AVG Repaint Alheimer Verkehrsgesellschaft. Link dazu habt ihr mit Sicherheit auch in der Beschreibung. Da lese ich mal lustigerweise vor, was da so in der README stand. für meine Repaints herrscht ein Modding-Verbot, ja. Und da habe ich mir noch natürlich wieder mal gedacht, ja, bei solchen Typen, Alter, die nicht klarkommen, baller ich mal schön mein Logo hier drauf. Damit habe ich den Bus gemoddet. Und hier steht auch noch in der README: bei Missachtung werde ich Konsequenzen einleiten. Ja, ich habe den Bus hiermit gemoddet. Kannst mich jetzt gerne verklagen. Freut mich. So, nee. Also, wir starten den Bus mal. Habt ihr wieder gesehen, diesen, ja, Mr. Zaratox? Jo, ist an, okay. Mr. Zaratox Screen auch hier. Na, die 15 stehen hier noch in grün, aber ansonsten hier wird in diesem schönen schwarzen Design gehalten. Finde ich ganz schön. Ja, was gibt's Neues? Texturen sind neu. Ich denke mal, das sollte aufgefallen sein. Sounds werden wir hören. Sind also auch neu, nicht die Standard. Sounds Innen- und Außenbeleuchtung ist auch neu. Das ist natürlich jetzt scheiße, wenn wir am Tag fahren. Ach ja, guck mal, hier leuchtet das dann blau. Oh ja, hier auch sehr schick. Gefällt mir. Innenbeleuchtung. Oh ja. Sehr schick. Dashboard kennen wir auch, ja. Ist auch neu, gefällt mir auf jeden Fall besser als das, was wir vorher hatten. So, Werbeschild für Mr. Zaratox machen wir natürlich auch wieder mit hin. Ganz klar, ja, abonniert ihn gerne. Dann haben wir die Kasse hier. Da geben wir ganz standardmäßig 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ein. Können das ja schon mal schildern. Fahrplan zeige ich euch natürlich gerne hier. Ja, Breckerfeld, Valdoria Straße. Mal sehen, es gibt irgendwie auch einen Kurzläufer nach Heide. Mal sehen. Da steht hier ein Fahrplanhalter, soll es geben. Den habe ich ja noch nicht gesehen. Okay. Dann ist es die Route 2 entsprechend. Wo der Fahrplanhalter ist, muss man dann mal gucken. Ja, warte mal. Ach, da. Ach so. Ja, okay, da haben wir zweimal einen Fahrplan. Alles klar. Gut, Fahrerklima haben wir auch mit am Start. Wunderschön. Können wir nochmal von außen gucken, genau. Dann, ja, das Schild hatten wir schon. Funksounds hören wir auch ab und zu, denke ich mal. So, machen wir mal einen Rückwärtsgang rein. Dann piept das, auch schön. Innenanzeige kennen wir aus Mr. Zaratox Bussen. Ja, das ist die Innenanzeige aus dem Solaris 4. Generation. Und Fahrzeugkonfigurationen stand hier was. Das brauche ich jetzt hier eigentlich nicht. Einfach in der Fahrertür. Ach ja, da kannst du hier raufklicken. Zack, und dann kann man hier... Kann ich mir das hier... Warte mal. Ist ja krass. Ach, guck mal, da kann ich mir hier... Radkappen kann ich mir hier rauf machen. Das ist ja geil. Gut, in Grau finde ich die jetzt nicht so schön. Gut. Ansonsten will ich hier gar nicht zu viel verstellen. Matrixfarben und sowas, genau, das kann man alles noch machen. Sehr schön. Was ist das hier noch? Wagennummer oder sowas? Keine Ahnung. Sieht man nicht so ganz. Na gut. Weg damit. Autonähling haben wir nicht. 16:10 ist Abfahrt entsprechend. Stellen wir erstmal ein. Wieso will da jetzt keiner mit? So sieht er doch besser aus.
Ja, Verstellbremse ist ja geil, ey. Ach, jetzt ist wieder Omsi-Bug. Okay, im Moment müssen wir kurz korrigieren. Jetzt. So, kommen Sie rein hier. Hallo. Hallo. Eine Tageskarte. Oh, der rollt weiter. Ach du Scheiße. Ticket verkaufen machen wir erstmal. So, ich hoffe, das ist Euro. Jo. Hallo. Eine Kurzstrecke bitte. Einmal die Kurzstrecke. Danke. Bitte. Also wir haben hier so eine fiktive Haltestelle im Sinne, ne? Bewegt sich nicht. Also die gibt es und dann gibt es noch die hier. Keine Ahnung. Fahren wir mal los. Aber die bewirkt offensichtlich nichts, diese fiktive. Aha. Nächste Haltestelle. Heiliger Born. Ja, das Dashboard können wir, glaube ich, nicht verstellen. Oh. Ja, wir müssen ein bisschen aufpassen. Ich fahre nach ganz, ganz langer Zeit mal wieder hier so einen 15-Meter-Bus. Ich fahre die eigentlich nicht gerne. Nächste Haltestelle, Heiliger Born. Ja, doppelt hält besser. Oder auch für Demenzpatienten. Fährt sich auf jeden Fall cool, muss ich sagen. Also, sehr, sehr angenehmes Fahren. Zieht auch ordentlich, so muss das sein. Was ist das denn für eine Haltestelle hier? So, hier, Achtung, der rollt weiter, das ist ja... Guten Tag, hallo. Aber wenn ich die fiktive Haltestellenbremse reinmache, also ich sag fiktive, weil es gibt hier keinen Schalter, aber man hört sie. Dann rollt er nicht weiter, aha. Manchmal ist es auch so, dass er sich dann automatisch absenkt, ist hier nicht der Fall. Ich habe aber ehrlich gesagt auch keinen Bock, den Bus an jeder Haltestelle abzusenken, ne? So, hören wir mal den Sound. Matrix übrigens auch sehr cool. Ah ja, da noch so eine zweite Endanzeige. Sehr, sehr schön. Ja, da habe ich mich auch sehr gefreut, dass dieses neue Format Omsi 2 Challenge so gut bei euch ankam, muss ich sagen. Habe mich gefreut. Ich habe ja gesagt, ihr dürft gerne auch weitere Vorschläge machen, was wir noch als weitere Challenge machen sollen. Damit war allerdings nicht gemeint, ja, fahr mal Innsbruck hier mit dem Doppelgelenkbus oder so, ja. So war das nicht gemeint. Aber es gab auch coole Vorschläge, irgendwie maximalen Ticketverkauf einschalten oder ja, das Ganze mit 7 Minuten Verspätung oder ähnlichem meiner Stadt zu probieren. Sowas meine ich damit. Und da habe ich mich auch sehr gefreut. Ich denke mal, da werde ich demnächst auch mal wieder so ein paar Vorschläge umsetzen. So, scheinbar werde ich hier einen Überlandbus nehmen sollen. Frage mich immer, was das hier für ein Teil ist. Ob das irgend so ein Sensor ist hier oder so? Das ist halt im Original drin gewesen von Helvete. Und dann Morphia hat da zum Beispiel, glaube ich, rausgemacht und viele andere Mods dann auch. Irgendwie habe ich immer dieses schwarze Teil dann nur bei diesem Original Helvete Facelift. Keine Ahnung. Ich muss auch ehrlich sagen, die Bremse, ne, die ist auch ganz schön empfindlich. Also genauso wie er abgeht. Wenn man nur so ein bisschen auf dem Gas ist, ist es auch bei der Bremse, ja. Das ist eigentlich eine Solo-Buslinie. Deswegen weiß ich gar nicht, ob das jetzt zum Beispiel für Gelenkbus ausgelegt ist hier. Nächste Haltestelle, Berghauser Straße. Also wenn wir es mal an einer Stelle nicht schaffen oder so, dass wir da nicht rumkommen mit dem Bus hier, dann liegt das daran, dass er der eigentlich nicht... eine Linie ist für einen 15 Meter oder 18 Meter Bus.
Aber fährt sich auf jeden Fall sehr cool. Also macht Spaß. Gut, mit dem doppelten Fahrplan, das hätte man, weiß ich nicht, hätte man einen weglassen sollen. Entweder diesen komischen Fahrplanhalter hier. Oder halt den oben. Also zweimal bräuchte ich den Fahrplan halt nicht. Ja. Dann war ja im letzten Video OMSI 2 Challenge war ja 7 Minuten Verspätung aufholen. Da habe ich von Anfang an gesagt, jo, wir fahren heute mal ein bisschen rasanter, ne, damit wir das auch aufgeholt kriegen. Trotzdem gab es wieder ein, zwei Experten, die dann geschrieben haben, wie fährst du denn, sag mal, wie ein Verrückter. Eieiei. Also da musste ich dann aber mal richtig los. Motorsounds sind wirklich klasse, gefallen mir richtig gut. Das ist übrigens eine Ecomat-Variante. Für die Busfreaks, die das wieder interessiert. So, Alheim. Oh ja, Halterwunschturn, auch sehr interessant. Ich glaube, wir hatten nur... Ne, 3 Türen, oder? Warte mal. Ja, 3 Türen. Guten Tag. Guten Tag. Das ist übrigens nur bei der vorderen Tür so, dass der dann weiterrollt, wenn die Tür auf ist. Also wenn ich die hintere Tür mit aufmache, oder in dem Fall... Ach so, übrigens. Hier haben wir 2 Tasten, aber wir haben 3 Türen. Dann kann ich aufgefallen. Aber jetzt. Wenn man die Türen braucht, dann schon. Naja. Also ich habe jetzt in dem Fall die zweite Tür aufgemacht und dann hatte ich da eine Anfahrsperre entsprechend drin. Ist ja bei der ersten Tür nicht, also auch sehr interessant. Warum schaltet der da oben jetzt nicht weiter? Habe ich mich verfahren? Oder war das eben nicht. Hä? Scheinbar habe ich mich irgendwo verfahren. Nächste Haltestelle. Nächste Haltestelle. Ach so. Oberheide. Das ist wieder ein ganz anderer Kurs Hallo. Gewesen. Deshalb. Guten Tag. Ne, verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Es muss wohl noch einen über Heide Mitte geben und wir fahren über Heide Mitte, aber ich habe es irgendwie übersehen. Keine Ahnung. Könnt ihr wieder in den Kommentaren klugscheißen. So, dann gucken wir mal hier. Ne, Quatsch. 27:30 war das. Der erste Umlauf. Keine Ahnung. Nächste Haltestelle. Radamacher Weg. Keine Ahnung, wo habe ich mich denn da verfahren, sag mal. Ach, hier hätte ich wahrscheinlich irgendwie... Ne. Doch hier. Hier ist doch Heidemitte. Ja, ja. Also hier stimmt irgendwas mit den Hilfsfeilen nicht, ne? Oder hätte ich von hier kommen sollen? Ja, da hätte ich irgendwo anders. Hier, an dem Kreisverkehr, ne? Ah, da hätte ich hier lang gemusst. Okay. Ja, aber guck mal. Kannst halt auch denken, ja hier. Naja. Dann ist das so. Ja, Omni Navigation habe ich immer noch nicht probiert, denn zum 20. Mal neu zu installieren, weil das nach 2 Wochen dann eh wieder nicht geht. Nächste Haltestelle, Oberheide Wasserkraftwerk. Da waren wir schon. Nächste Haltestelle, Oberheider See, Segelschule. Ja, ist auch eine schöne Gegend hier, muss man sagen. Sehr, sehr schick. Ja, Hupe auch sehr gut. Nicht die Standardhupe.
Nächste Haltestelle, Bogenschütz. So, mal gucken. Ich mache jetzt einfach mal alle Türen auf. Die letzte geht gar nicht auf. Aha! Ich habe ja so eine Taste auf meiner Tastatur. Das ist in dem Fall Num2, die ich immer drücken muss, um die Tür aufzumachen. Das geht auch nicht. Das heißt, da hat man einfach irgendwie was nicht richtig gemacht beim Mann, weil die dritte Tür, die gibt's hier gar nicht in dem Bus. Also hier, sie sogar hier. Hier sieht man sie, aber die gibt es ja in dem Bus nicht und deswegen kann man sie irgendwie auch nicht bedienen. Ja, weiß ich nicht. Schade. Ansonsten hätte man vielleicht eine automatische Türsteuerung hier reinmachen sollen. Naja, okay. Schade, dann müssen wir jetzt zur zweiten Tür latschen. Naja. Ach, schade. Ansonsten echt ein cooler Bus, aber das ist natürlich so ein Fehler, ne? Ist natürlich nicht so schön. Dadurch kannst du mit dem Bus eigentlich auch nicht fahren, wenn man ehrlich ist, ne? Naja. Vielleicht korrigiert man das noch und dann zeige ich euch den Bus dann irgendwann nochmal. Oder macht einfach die dritte Tür raus, keine Ahnung. Da gibt es genug Möglichkeiten. Hallo. 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 Guck mal, hier haben wir sogar so einen Knopf zum Drücken, dass die Tür hier hinten aufgeht. Nur das Problem ist, dass wir halt keine automatische Türsteuerung haben. Das heißt, ich kann keine Freigabe dafür erteilen. Bisschen schade. Das wäre auch noch eine Lösung halt, ne? So, Campus Heierstraße, ist auch so eine richtige Oldschool-Haltestelle aus Alheim V2, ganz bekannt, damals mit so einer Unilinie, die da mal hingefahren ist. Klasse damals. Ja, in Alheim V2. So, hier brauche ich ein bisschen mehr Platz. Mal gucken, ob hier auch keiner kommt. Genau. Ja, das hat man leider nicht mehr so schön gemacht. Das war damals viel, viel besser. Also, das ist ja hier auch so eine Wendeschleife, aber einmal über die Straße wenden, finde ich persönlich jetzt auch nicht ganz so schön. Wo ist denn das hier? Ne? Und es ist halt auch schwierig, hier ranzufahren. Ihr seht das, ne? Eine Tageskarte, bitte. Einmal Tageskarte, machen wir. Was zeugt ihr mit den ganzen kleinen Münzen hier? Tag. Hallo. So, dann können wir mal versuchen, ein Foto fürs Let's Play zu machen. Genau, und da war immer diese Endhaltestelle. Früher. War mal richtig geil. Da hinten, da. Vielleicht fährt jetzt immer noch einer hin, aber... Nee, das war damals schon echt cool. Guten alten Omsi-Zeiten, ey. Ich glaube noch Omsi 1 damals, ne? Habe ich zwar nie besessen, aber ich habe natürlich auch damals Let's Plays schon davon geguckt. Und irgendwann konntest du ja halt die Omsi-Karten auch in Omsi 2 rein importieren. Also alles möglich gewesen. Diese Oldschool-Karten damals, als es eigentlich noch gar keine Payware-Add-ons gab, so, und Omsi nicht so wirklich kommerzialisiert war. Das war cool damals. Das waren schöne Zeiten. Klar, heutzutage ist auch geil, weil wir so viele hochwertige Karten haben, wie es damals einfach noch nicht möglich war. Aber so ein bisschen in alten Zeiten hinterher trauen, das ist, finde ich, schon ja, erlaubt. Hallo. 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 Dritte Tür ist kaputt da hinten. Gehen Sie mal zur zweiten Tür. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn die Tür aufgeht.
Oha. Ja, das ist mal wieder so typisch Dreiachserfahren hier. Oh, das ist wieder critical. Ach hier, und der fährt mir auch wieder rein da, ne? Wenn ich nicht so brillant reagiert hätte. Ja, da waren Funksounds eben, genau. Übrigens, Türen hören sich auch sehr gut. Also hier hinten diese... Moment. Warte mal. Müssen wir mal kurz gucken hier in die... Hallo. Liste. SST-Türen. Sind bei mir keine Innenschwenktüren, SST-Türen. Schiebeschwenktüren oder so, was heißt das doch, oder? Also ich hatte jetzt mit solchen... elektrischen Türen gerechnet. Naja. Die so nach außen halt aufgehen, ne? Aber... Ich meine, die Türen sind auch in Ordnung. Hören sich aber trotzdem halt gut an. Das wollte ich halt eigentlich sagen. Nächste Haltestelle am Later. Das ist auch so eine bescheuerte Haltestelle hier. Vor allem jetzt hier mit so einem Bus, ey. Furchtbar. Da kommst du immer mit dem Reifen hier gegen den Bordstein. Ne? Da freuen sich die Reifen aber nicht drüber. Dankeschön. Bitte. Hallo. Hallo. Robert. Nächste Haltestelle, Wundertstraße. Ja, Alarm Launsbach habe ich euch jetzt aufgezeigt. Also viel Launsbach, weil bei sowohl halt diese Launsbach-Repaints mit dabei waren. Aber ich finde, das hat immer so eine Karte, wo du. Also A ist eine schöne Karte und B hast du auch viele Linien dabei, die immer gut für eine Folge sind, so 20 Minuten aktuell. Jetzt im Sommer finde ich, ist das ja, ne. Gute Länge für eine OMSI-2-Folge. Ist grün. Oh, Leute, kommt zur Potte da. Jo. Jetzt latscht die eine zur zweiten Tür. Ist das geil. So, warte mal. Nächste Haltestelle ist doch schon... Genau, Waldoria Straße. Okay. So war das früher auch schon. Also Sound wirklich top. Gefällt mir wieder mal richtig, richtig gut. Boah, ist das hier wieder eng, du. Mit so einem Bus. So, da haben wir jetzt hier Kinderwagen und sowas. Ich sehe hier auf dem Dashboard aber auch keine Kinderwagen, also so einen Kinderwagenschalter. Aber wir werden mal so freundlich sein und den Bus absenken. So. Feierabend für heute. Klingt immer wie eine Geisterbahn hier. So. Das soll es gewesen sein. Hier aus Alheim. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Also ich fand es auf jeden Fall... Also sowohl Linie als auch Bus waren wirklich sehr, sehr schön. Ja, lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Schöne Woche, macht's gut. Ciao, ciao.